Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten FIFA 16 Ultimate Team Pack Opening. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich ein Pack Opening gemacht habe, aber heute ist es soweit. Und warum, das werde ich euch gleich mal erklären. Zunächst einmal, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Wäre eine großartige Unterstützung, würde ich mich extrem drüber freuen. Es wird insgesamt zwei Parts zum Pack Opening geben. Und zwar einen, den ich hier ja quasi live kommentiere, wo ich ein bisschen quatsche, und einen, wo ich das Ganze zusammenschneide. Je nachdem, was euch besser gefällt, könnt ihr natürlich bei den jeweiligen Videos einen Daumen nach oben lassen. Am liebsten habe ich es natürlich, wenn ihr einfach, wenn es euch gefällt, den kleinen Klick macht, weil es die beste Unterstützung ist. Unterstützung in der Videobeschreibung, wisst ihr Bescheid, Instagram, Facebook und so weiter, Social Media auch da auschecken. Und wir kommen dazu, warum mache ich denn dieses Video heute? Ganz einfach, guckt euch dieses Team einfach mal an. Wir haben Buffon, Alaba, Naldo, Godin, Douglas Costa, Willian, Haik, Isco, Sanchez, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez. Wir haben Sales, wir haben Chiellini, Gaetan, Sterling, Neymar, Griezmann, Lewandowski, Zuma und Bruma, Pjanic, Di Maria und Juba. Das sieht richtig krass aus, und das ist das Champions League Team der Gruppenphase. Richtig, richtig nice von EA, dass sie das rausgehauen haben. Innenverteidiger Alaba mit 87 Tempo, 87 Defending, Halleluja. Und im 86er Rating. Sieht alles mega, mega krass aus, und dementsprechend möchte ich natürlich jetzt die Chance haben, die zu ziehen. Dazu haben wir noch ein weiteres, sehr, sehr interessantes Team of the Week, was ich euch gerne zeigen möchte natürlich. Und zwar, das ist das Legend Team of the Week. Normalerweise müsste man das andere auch sehen können. Da haben wir es, oder? Ist es das? Genau, das ist es. Und zwar haben wir da im Tor, wer ist denn das eigentlich? Skorupski von Empoli. Davor haben wir Gaia, Wendt, Thiago Silva. Wir haben Kollege Winston Reed, Riyad Mahrez, Third Inform, Henrik Mkhitaryan, Lukas Podolski, Aaron Ramsey, Marco Arnautovic, Karim Benzema, Xherdan Shaqiri, Rui Patricio, Victor Fischer, Mattia Destro, Sanabria haben wir und ein paar No-Name, inklusive auch noch Jairo. Sieht sehr, sehr nice aus, und dementsprechend haben wir heute natürlich eine große Chance, Spieler zu ziehen. Und ich habe eigentlich geplant, darüber kann ich auch schon reden, während ich anfange, hier Packs zu ziehen, aber noch Freepack, das eigentlich als erstes. Habe eigentlich geplant, ein Video zu machen mit einem gewissen YouTuber, allerdings hat sich das Ganze ein bisschen verschoben aufgrund von, ja, Vorkommnissen, hat einfach nicht gepasst. Real war der erste Spieler, den wir hier gerade ziehen mit Andy Carroll zusammen. Hat einfach nicht gepasst zeitlich, dementsprechend habe ich mir jetzt gedacht, bevor ich jetzt irgendwie auf Team of the Year warte, ich jetzt mal ein bisschen beim Team of the Year. Weiß ich noch gar nicht, ob ich überhaupt Packs ziehen werde. Es gibt, das werde ich eventuell nochmal ausnutzen. Erstmal fangen wir 7,5K Packs an. Ja, ich werde eventuell mit dem noch ein Video machen. Ich werde zum Team of the Year eventuell ein Pack-Opening machen, je nachdem, ob ich da Bock drauf habe oder nicht. Die ganze Sache dabei ist, ich bin momentan der Meinung, dass Geld in FIFA sich einfach nicht lohnt. Ich gewinne auch mit den Teams, die ich jetzt momentan habe, und habe genug Spaß am Spiel. Dementsprechend ist es für mich einfach Geldverschwendung, Packs zu ziehen. Ich denke mal, ihr wisst das, ja. Aber gut, auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder so, dass ich sagen muss, dass YouTube momentan, ihr habt es eventuell mitbekommen, nicht mehr so hundertprozentig ideal bei mir gelaufen ist. Ich bin sogar in den Abozahlen stagniert. Das liegt daran, dass Abo-Leichen gelöscht werden und so weiter und so fort. Mittlerweile geht es wieder aufwärts ein bisschen. Danke auch an den Hansel an dieser Stelle, der dafür verantwortlich ist. Danke an Footy, der mir jedes Mal wieder so geniale Thumbnails macht, die auf jeden Fall auch einen kleinen Effekt haben. Wir ziehen nur Non-Rare-Spieler, zumindest die aufpoppen. Das ist natürlich echt scheiße, aber 3000 Münzen, ich will mich nicht beschweren. Ferri habe ich doch gerade schon gezogen. Naja, nichtsdestotrotz, auf jeden Fall bin ich immer noch zufrieden, wie es läuft. Es macht immer noch tierisch Spaß. Ich mag es, die Vlogs zu machen und so weiter und so fort. Und ich hoffe, euch gefällt das auch, das Ganze. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes sehen wollt, während wir hier Alvaro Negredo in unserem Pack begrüßen dürfen, zusammen mit Bosca und Cesar. Denn ich werde auf jeden Fall auch noch eine neue Serie machen. Und zwar, ja, der Ersatz quasi für B-Legendary. Das ist allgemein auch ein Grund, warum ich das Video mache. Ich möchte gerne, dass ihr mir Vorschläge, beziehungsweise was ihr gerne sehen möchtet, in die Kommentare schreibt. Ich habe da schon eine Idee, die werde ich auch umsetzen und euch mal vorschlagen. Mal sehen, ob es die euch gefällt. Vielleicht wird es dann die. Aber ansonsten natürlich trotzdem sehr willkommen, wenn ihr da Vorschläge einfach mal reinhaut. Jetzt ziehen wir zwei seltene Spieler. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Schade, dass ich einen davon schon habe und er nur Granqvist ist und nicht Ibrahimovic. So, wir machen nicht mehr so viele Packs auf. Ich wollte das nur mal kurz ansprechen, dass ich immer noch zufrieden bin, dass ihr nicht denkt, dass ich irgendwie die Lust verloren habe. Ich habe das ab und zu mal gelesen, dass ich lustlos bin und so weiter und so fort. Wenn ich krank bin, bin ich halt nicht sonderlich gut gelaunt, was ja auch irgendwo logisch ist, denke ich mal. Und dementsprechend ist da nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Ich zeige halt meine Stimmung und ich bin halt ehrlich zu euch. Und dementsprechend, nur dass ihr da Bescheid wisst, dass da nicht irgendwie irgendwas im Argen liegt oder dass ich irgendwie keine Lust mehr auf Videos habe oder so, sondern dass alles in Ordnung ist und dass ich einfach nur, ja, trotzdem noch zufrieden bin mit unseren Leuten, auch wenn es halt nicht ideal ist. Ich bin gespannt, ob ich in nächster Zeit mal die Videos machen kann, die ich möchte. Oh, das läuft, aktiviere ich mal, das finde ich eigentlich ganz nice. Ah, doch.
die ich machen möchte. Es wird eventuell noch ein Video mit dem Hansos geben. Es wird im Idealfall noch ein Video mit dem Schlappi geben. Eventuell mit Marcel. Mit dem war eigentlich ein Video geplant, das irgendwas mit Text zu tun hatte. Also Marcels Korbchen, für alle, die es nicht wissen. Mal sehen, was da in Zukunft noch so passiert. Mit Tobi eventuell irgendwann nochmal, wenn ich nochmal irgendwie den an ein Mikrofon bekomme. Mit Ron eventuell mal. Je nachdem. Habe ich auf jeden Fall an sich Lust drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und das ist so der Plan, den ich momentan noch in die Tat umsetzen möchte. Das war's dann quasi schon von diesem Live-Commentary. Ich hoffe, ihr schreibt mir in die Kommentare, was ihr als nächstes gerne sehen möchtet. Ich hoffe, ihr unterstützt mich weiter und bleibt weiter so treu auf dem Kanal. Es freut mich einfach, dass ihr weiterhin die Videos so aktiv schaut. Und ich denke mal, wir können gerade auch im nächsten Jahr, das Jahr neigt sich ja jetzt dem Ende zu, war eigentlich relativ erfolgreich, muss ich ganz ehrlich sagen. Fast 50.000 Abonnenten, gut, fast 47.000 sagen wir es mal so, aber trotzdem eine geile Zahl. Ich hoffe, nächstes Jahr knacke ich die 50 und ich hoffe, nächstes Jahr wird dann genauso erfolgreich, wie dieses Jahr zumindest am Anfang war. Natürlich ist es jetzt abgenommen, auch weil ich nicht mehr so extrem viel Bock auf FIFA hatte, beziehungsweise nicht mehr so viel Geld reinbuttere und es teilweise halt nicht darauf ankommt, ob man gut spielt oder so kreativ ist, sondern halt einfach auch, weil die Leute, das kann ich auch komplett nachvollziehen, ihr wollt nicht irgendwie, beispielsweise irgendein Billig-Inform sehen, den ich spiele, auch wenn ich halt damit zeigen will, wie gut die eigentlich sind, sondern ihr wollt halt die Beast-Spieler sehen, die ihr euch eventuell auch nicht leisten könnt, wie beispielsweise Ronaldo oder Sanchez, und das kann ich euch halt einfach nicht bieten, weil ich halt einfach nicht die Kooperation mit EA habe und weil ich einfach auch nicht die Mittel habe und das Geld habe, um das da reinzubuttern, beziehungsweise einfach nicht einsehe, weil FIFA mir das nicht wert ist, und dementsprechend kann ich das natürlich verstehen. Ich hoffe trotzdem, ihr bleibt mir treu, und ich hoffe natürlich trotzdem, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ich wünsche euch an dieser Stelle auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.